Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus meinem Goldtagebuch-Videoreihe präsentieren. Und dazu haben wir jetzt wieder etwa einen Monat den Postkasten auf 1, wo Charles nicht ausgeräumt. Und das wollen wir jetzt einmal machen, schauen, was ich so ausgegeben bzw. eingenommen habe den letzten Monat. Und ja, ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern, ich habe ein wenig mehr ausgegeben. Heißt, wir werden ein bisschen Minus haben. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar habe ich da ja meine Tabelle. Und da können wir mal gucken, das letzte Mal hatte ich auf dem Main-Account 22,8 Millionen Gold, auf dem Second-Account 35,8. Zusammen sind es dann 58 Millionen und ein paar zerquetschte. Hier hinten sehen wir dann schon mal das, was ich ausgegeben habe. Und zwar sind das die ganzen Werte, die ich jetzt in dem Monat ausgegeben habe. Hier mal 1,5 Millionen, 1,6 Millionen, 2,5, 25,5 Millionen, 1,7 Millionen. Also diese ganzen Werte zusammen sind 32 Millionen, 980.000. Das sind alles Konsumausgaben. Heißt, das sind Ausgaben, die jetzt nichts mit dem Goldmaking zu tun haben, sondern wo ich mir verschiedene Sachen gekauft habe über Collectibles, Mounts, Pets, Toys, Achievements, irgendwas anderes. Halt irgendwas in die Richtung, was man sammeln kann. Und ja, das war tatsächlich ein bisschen mehr. Hab ordentlich auf die Kacke gehauen. Falls euch interessiert, was diese einzelnen Summen genau repräsentieren. Ich habe auch eine Videoreihe, die schimpft sich Waste of Money World of Warcraft Edition und da zeige ich immer solche Geschichten. Ein paar Videos von denen sind schon raus, ein paar kommen noch und ja, weil es waren jetzt halt ein paar mehr Ausgaben. War nicht die größten Ausgaben. Hier oben seht ihr, das war noch in noch in Shadowlands. Da habe ich mal 144 Millionen in einem Monat ausgegeben. Das war dann noch ein bisschen krasser. Aber auch in Shadowlands habe ich ja teilweise auch gut Gold gemacht mit den Legendaries. Da war ich ja teilweise auf über 200 Millionen Gold. Das sieht jetzt leider nicht mehr ganz so rosig aus. Gut, jetzt schauen wir mal einmal kurz rein, was wir jetzt noch über haben, nachdem wir so viel rausgehauen haben. Ich habe jetzt auf dem Main-Account nur noch magere 8 Millionen Gold. Und auf dem Second-Account habe ich jetzt hier noch 17,6 Millionen Gold. Heißt, zusammen sind wir so bei 26 knapp. Ne? Ich habe auf dem Dritt- und Viert-Account auch noch ein bisschen Gold. Das Problem ist, da ich auf den beiden Accounts kaum Add-ons drauf habe, habe ich nicht mit allen die Alkoholic-Daten oder Alteholic-Daten. Und dementsprechend weiß ich nicht genau, wie viel Gold ich habe. Ich habe aber auf 1, wo Charles kleinere Summen noch rumliegen, weil ich ab und an im Auktionshaus scanne. Ne, man hat ja immer diese Viertelstunde Wartezeit, wenn man hier mit dem Collectonator scannt. Und das mache ich teilweise mit dem Dritt- und Viert-Account. Deswegen habe ich da ein bisschen Gold. Ich habe, glaube ich, auf Trainer noch irgendwie so 360.000. Dann auf Anto mit dem anderen nochmal 50. Also ich werde zu 400.000, 500.000 werde ich Pi mal Daumen noch auf dem Dritt- und Viert-Account haben. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich die hier noch mit eintrage, aber da jetzt keine so riesen Summen liegen und ich dann meine komplette Tabelle, die ich seit Anno dazu, seit BFA führe, dann auseinanderpflücken müsste. Und ich muss gestehen, ich bin faul und die ganzen Formeln will ich nicht neu machen, deswegen habe ich die jetzt mal nicht eingetragen, aber einfach im Hinterkopf waren 400.000, 500.000 habe ich auf den beiden noch irgendwo, also es sind nicht die riesen ausschlaggebenden Summen. Gut, also jetzt haben wir so den Anfangsstand, jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, schauen mal, was ich so in den einen oder anderen Postkasten habe und ich würde sagen, wir fangen mal auf meinem Second Account einfach hier bei dem Druid an, mit dem habe ich einfach so ein bisschen ja, T-Mog-Stuff im Auktionshaus. Teilweise noch selbst aus Shadowlands die Legendary Items, verkaufen sie immer noch, weil man die jetzt hier moggen kann. Und ja, auch teilweise noch anderen Stuff, da können wir uns das gleich mal angucken. Ich musste eben händisch, weil TSM irgendwie bei dem Char rumspackt, diese ganzen T-Mog-Sachen noch reinhauen. Und ihr seht, da ist halt auch viel T-Mog von den Inselexpeditionen noch drin. Teilweise Legendary-Sachen, aber auch von allen möglichen Content-Geschichten. Teilweise habe ich jetzt auch die grauen Sachen drin, die ich nebenbei gefunden habe. Aber alles dieses Zeug habe ich nicht explizit fürs Auktionshaus gefarmt, sondern habe ich Sachen für mich selber, für meine Collection gefarmt, die sind nebenbei abgefallen und dann haue ich die halt auch ins Auktionshaus rein. Deswegen, ich würde keinem raten, explizit T-Mog zu farmen, um Gold zu machen. Wenn es nebenbei abfällt, dann kann man es natürlich mitnehmen. So, jetzt schauen wir mal rein, was wir haben. Wir haben hier ein Schwert, was ich für 117.000 verkauft habe. Ausgelaugtes Schwert. Keine Ahnung. Aber warte mal, vorher hat einer im Stream gesagt, die ausgelaugten Sachen kommen von den Ogrillern, ne? Von irgendwelchen Rares.
Und ja, hier sind ein paar Legendary-Dinger drin. Noch, was haben wir hier? Ich hab einen Siegelring verkauft für 17.000. Ich will mich selbst zitieren. Wer kauft irgendwelche Ringe, wenn man da keinen Teamwork kriegt? Macht überhaupt keinen Sinn. Ring wird niemand kaufen. Tatsächlich hat irgendjemand wahrscheinlich so einen uralten Ring für 17.000 gekauft. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Kann ich nicht nachverstehen, weil alte Sachen zu kaufen, um Teamwork zu kriegen, okay. Aber warum kauft man einen alten Ring? Naja gut, es gibt immer Leute, die irgendeinen Ramsch kaufen. Was haben wir hier? Schwerer Skopit-Gamaschen, das sind auch irgendein Temok-Teil. Und das hier ist ein Haufen dementsprechend. Ich glaube, das müsste Stoff sein, oder? Geister? Nee, warte mal, das ist alles Geister irgendwas? Bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das die Stoff-Legos sind. Das könnte das sein, ne? Gut. Alles zusammen, 105 Verkäufe und das sind jetzt 500.000. Ist jetzt nicht krass viel, ne? Aber Kleinvieh macht auch Mist. Das Ding ist, ich muss jetzt gestehen, dass ich die letzten Tage mit dem so gut wie nichts eingestellt habe, weil wie gesagt, TSM hat gebuggt, dann logge ich auf dem einen. Ich kann es nicht einstellen, denke mir, scheiß drauf, mache ich das wann anders. Und jetzt gerade musste ich jetzt 300-400 Sachen, quasi jedes einzelne Item per Hand reinziehen, weil irgendwie TSM wieder rumspackt, ist nervig. Also da hätte man mehr machen können, aber da ich nicht jeden Tag Bock habe, die Items einzeln reinzuziehen und ja. Komischerweise auf meinen anderen Chars funktioniert TSM auf dem. Weiß ich nicht warum. Also wir haben jetzt hier knappe 550.000 mit quasi Ramsch-Items gemacht. Da habe ich nichts investiert für. Die habe ich, wie gesagt, nebenbei bekommen bei meinen Aktivitäten. Ich ziehe aber teilweise den Stuff auch schon Monate bis Jahre mit, ne? Also das ist so eine Sache. So, dann können wir jetzt mal hier auf den Hunter noch locken. Und da ein bisschen gucken, was ich da noch verkaufen, bis wir da jetzt eingeloggt sind, würde ich sagen, schaue ich jetzt mal schnell beim Main nach. Mit dem bin ich nämlich auch noch ein paar Sachen am Verkaufen. Das ist jetzt hier auf dem Main-Account auch und hier haben wir jetzt tatsächlich knapp 400 Verkäufe und da können wir jetzt mal gucken, was da so grob drin ist. Also wir haben jetzt hier auch wieder ein paar Legendaries, ne? Ich habe mit dem Schmied und Lederer und dementsprechend verkaufe ich jetzt halt die Rang 1 legendären Items da. Viel kommt da nicht rum, die waren jetzt am Anfang, wo mit Patch 10.05 dementsprechend das eingeführt worden sind, dass man die Themen mocken konnte, konnte man die echt gut herstellen, hat dann auch eine relativ gute Gewinnspanne rausgekriegt, mittlerweile ist es ein bisschen niedriger. Und dann verkaufe ich halt allen möglichen Ramsch noch ab, den ich eh noch rumliegen habe. Ne, ihr seht von allen möglichen Materialien, die ich habe und teilweise auch noch aktive noch Items, die ich hier gecraftet habe, aus Dragonflight, das sind diese PvP-Items, wobei die jetzt halt auch hier 500 Gold. Ich habe die gecraftet, um dementsprechend diese Arbeitsaufträge fertig zu kriegen. Da gibt es einen Schiefel mit 1000 und da habe ich richtig, richtig viele gecraftet von. Habe da teilweise noch Gewinn gemacht und jetzt habe ich noch einen Haufen über und die haue ich jetzt einfach nur raus und das ist alles miese, ne? Also das sind jetzt einfach nur noch Abverkäufe, dass die Sachen weg sind. Genau, jetzt nehmen wir das mal raus, gucken, ob da noch irgendwas Tolles kommt mit größeren Summen. Ja, ihr seht, manchmal hier 12.000 für so ein Legendary Crafting. Teilweise sind die Herstellkosten von den Sachen 1.000, 2.000, 3.000 Gold oder so maximal. Und wenn du dann da was für 4.000, 5.000, 7.000 oder 12.000 auch verkaufst, dann ist natürlich ganz nett, hast du noch einen ganz guten Gewinn gemacht. Gucken, ja, das hauptsächlich sind das irgendwelche Mattgeschichten hier. Jetzt gucken wir mal, ob da unten noch mehr kommt. Okay, das wird, glaube ich, nochmal irgendein Schmuckstück sein. Ja, ich aktuell bin ich mit Main, ehrlich gesagt, nicht mehr sonderlich aktiv im Spielen, weil ich eigentlich alles soweit habe. Oh, warte, was haben wir da? 118.000 Bärenfäuste. Das muss wahrscheinlich irgendein Temox sein, würde ich mal sagen. Ja, da kommt dann doch ein bisschen was zusammen. Mit Main mache ich aktuell nicht mehr ganz so viel. Hat den Hintergrund, die aktuellen Geschichten habe ich eigentlich alle soweit durch. Und ich bin so ein bisschen mehr an den Twinks gerade dran. Unter anderem auch in der alten Welt, ne, in Dungeons und so. Da kommt dann halt auch das ein oder andere an Thema rum. Aber ich kriege halt nicht mehr so viele aktuelle Mats quasi auf dem Char. Aber seht ihr da, es sind jetzt viele Items von diesen PvP-Teilen für nicht sonderlich große Beträge. Aber die verkaufe ich jetzt einfach nur ab, dass die weg sind. Weil sonst machen wir einfach das ganze Inventar voll. So, jetzt gucken wir mal, was wir overall rausbekommen haben. Der ganze Ramsch war jetzt hier knapp 921.000 Gold wert. Ist jetzt nicht wirklich berauschend, aber dafür, dass das halt viel Temok und Ramschzeug war, den ich eh loswerden will, ist es doch ganz gut. So, dann locken wir mal um. Und zwar auf meinem Hexer. Mit dem habe ich nämlich auch noch ein bisschen was rumliegen. Wo hat man denn einmal auf Lothar? Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht wieder disconnecten. Ich habe im Moment immer so ein bisschen Probleme. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe blöderweise, oder eigentlich
eigentlich ist es ja gut, ne, auf vielen verschiedenen Servern Chars. Dann kann man auch auf vielen Servern immer das Auktionshaus scannen und hat mehr Möglichkeiten, an Mock zum Beispiel ranzukommen. Aber immer wenn ich jetzt den Server switchen will, dann kriege ich einen Disconnect und das nervt. Manchmal sogar 3-4 Mal hintereinander. Und wenn du dann immer von einem Chart zum anderen loggen willst, um die Server zu scannen, dann das kostet so viel Zeit, wenn du dann jedes Mal wieder rausfliegst. Richtig nervig. Naja, gut. So ist das jetzt. Vielleicht kriegt das Blizzard endlich mal gefixt die Tage. Gut, jetzt guck mal auf den Hunter. Und zwar ist der auf Anto. Und mit dem habe ich halt einfach auch nochmal ein bisschen diese Lego-Teile hergestellt. Ne? Hier, warte mal, ich kann es auch mal kurz zeigen, weil viel haben wir da jetzt eh nicht drin. Warte mal, stell mal um hier auf Shadowlands. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier reingucken, die Rang 1 Sachen, die kosten halt hier zum Beispiel 1000 Gold zum Herstellen oder hier 1500 und der Gewinn sind immerhin dann noch 5000 Gold, ne? Je nachdem wie viel man die dann verkauft bekommt. Und das kann sich halt lohnen. Das sind jetzt keine Riesensummen, aber so ein bisschen nebenbei für ein paar Legos craften auf Rang 1 ist noch ganz nett, würde ich mal sagen. Und ja, da gucken wir mal rein, was wir haben. 72 Verkäufe haben wir. Ich mache da jetzt keine Council-Scans oder irgendwas, sondern ich hau die immer mal wieder rein ins Auktionshaus alle paar Tage und ein bisschen Gold ziehe ich da mitten raus. Manchmal verkaufst du auch eins für schon mal hier 11k oder so, was ich da verkauft habe. Oder hier auch mal 9. Also, ja, das sind halt quasi kleine Beträge, aber auch wieder immerhin 158.000. Jetzt können wir da gleich wieder umloggen. Und haben wir jetzt noch den Monk, da habe ich auch noch ein paar Verkäufe und zwar stelle ich da noch ein bisschen die Plattensachen her, ne? Und ich glaube auch Stoffsachen. So, parallel sind wir jetzt hier auf dem Hexer auf Lothar noch eingeloggt und mit dem verkaufe ich halt auch einen Haufen Ramsch. Da können wir jetzt gleich mal auf der ersten Seite gucken. Ja gut, ihr seht, da sind sehr viele alte Items auch dabei, ne? Weil ich da halt in den Dungeons auch unterwegs war, dann kriege ich halt allen möglichen Ramsch. Also ich glaube, da ist jetzt nicht mal irgendein Item dabei, was ein bisschen höher ist. Hier haben wir eins für 5000. Schau mal, eine Halskette. Ich verstehe es halt nicht. Warum kaufen Leute Halsketten und Ringe? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Schau mal, das Kissen ist hier auch noch. Das ist, glaube ich, ein Toy. Bomberraddraht habe ich verkauft. Interessant. Den hatte ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Das ist ein Item, was man für Inji braucht. Und ich habe auch zum Teil mal ein bisschen meine Chars ausgemistet, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt dann Chars, die spielt ja sporadisch und da sammelt sich dann halt aller möglicher Mist an. Und bei mir ist es dann meistens so, dann loggst du auf den Char ein, dann ist schon das halbe Inventar voll Mist zu, dann mistest du ihn halt nicht aus, dann machst du wieder irgendwas, müllst es immer weiter zu und irgendwann, ne, hast du noch 2 Slots und dann musst du mal anfangen, mal komplett zu säubern. Und dann kommen halt die ein oder anderen Sachen rum, die auch ein bisschen was wert sind. Und diesen ganzen Rotz, den schicke ich halt immer auf meine Verkaufschars. Und ja, das sind halt sehr viele kleine Sachen, aber die summieren sich dann halt auch ein bisschen zusammen, ne. Auch wenn es halt dann nur irgendwie ein Edelstein für 5, 6 Gold ist oder so, ja. Diese ganzen Kleinvieh-Zeug-Sachen, die verkaufen sich tatsächlich auch jetzt relativ zügig, weil das Auktionshaus ja mittlerweile EU-weit ist und dementsprechend geht das gut weg. Was haben wir da? Warte mal. Ah, das ist jetzt zu schnell aus dem Ding raus. Ich habe irgendwas für 27k verkauft. Vielleicht sehe ich es noch im Chat irgendwo. Ah, nee, war zu schnell raus. Was haben wir hier? Eine Rulo-Brille der Zerstörung habe ich auch für 20k verkauft. Die Gramrobe, das ist, glaube ich, vom Schneider zum Herstellen. Chromostoff-Ranzen. Ach, den habe ich zum Skillen hergestellt mit meinem Schneider. Und habe auch nochmal für 4k verkaufen können. Ah, seht ihr, das sind diese Taschen, ne, die man jetzt neu craften kann. Eventuell könnte ich die auch so herstellen, um da Gold mitzumachen. Da müsste ich mal gucken, was da so rumkommt. Also, das waren jetzt hier nochmal knapp 290.000. Ist jetzt nicht berauschend viel, aber wie gesagt, das summiert sich halt alles so ein bisschen zusammen. So, dann sind wir jetzt hier noch auf dem Monk. Den habe ich aktuell hier in Revendrest stehen, denn ich farme jeden Tag hier Mother Loves ab. Und ja, da muss man hier mit diesem Hammer interagieren. Das ist der einzige Char auf meinem Account, der den beschwören kann. Und mit meinen 4 Worry stehe ich dann da immer. Stell die da hin, lock um, beschwör den und dann haue ich den immer um. Deswegen steht der hier tatsächlich. Aber wir haben ja einen Postkasten-Toy, weil ich will den da jetzt nicht wegbewegen. Muss ich dann wieder herfliegen. Und seht ihr, hier haben wir nochmal ein paar Verkäufe, hauptsächlich auch Stoff und Platte. Und die Plattensachen, die kosten ein bisschen mehr zum Herstellen. Aber seht ihr, ich habe teilweise für so ein Item 27k, 12k gekriegt. Das rentiert sich. Und wenn wir jetzt mal kurz reinschauen, Platte. Und ich da jetzt schauen, Rang 1, klar, das kostet mich hier 2k, ne? Da hat das Leder 1000, kostet hier 3k zum Herstellen. Aber wenn die Dinger dann halt teilweise für über 10k weggehen, dann ist es halt doch ein ganz okayer Pluspunkt, ne?
Aber wie gesagt, das sind jetzt halt auch keine Riesensummen. Ne? Was haben wir da jetzt? 600.000. Das nehmen wir jetzt mal alles raus. Und da seht ihr, das sind halt ausschließlich die Legendary Craft Sachen. Also wenn ihr mal bei euch auf den Server guckt und da die Preise halbwegs okay sind, Leute kaufen da immer wieder den Stuff, weil man kriegt da, ich meine, war es das Mythic oder das HC-Set aus dem Sylvanas Raid, ne? Sanctum of Domination. Und es sieht schon ganz cool aus tatsächlich, also da kannst du nichts sagen. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir jetzt overall haben. Dann fangen wir vielleicht mal mit dem Main-Account an, den einzutragen. Wenn ich ziehe das mal rüber, dann muss ich da nicht mir das Zeug merken. Und zwar haben wir jetzt hier 9.477.000. Okay, und beim anderen WoW, schauen wir mal rüber. Und da haben wir jetzt 18.993.000. So, heißt, wir haben jetzt zusammen noch 28.400.000. Heißt, wir haben ein Minus gemacht von 30 Millionen. Aber wir hatten ja quasi Konsumausgaben von 32.980 Millionen. Ne? Dementsprechend hätten wir die Konsumausgaben nicht, hätte ich ein Plus gemacht von 2.671.000. Und wie gesagt, ich habe auf dem Dritt- und Viert-Account noch zwischen 4.000 und 500.000. Genau kann ich es euch nicht sagen, aber irgendwie sowas um den Dreh. Also hätten wir wahrscheinlich um so einen Gewinn von, ja, 3 Millionen gemacht dadurch. Aber naja, durch die 33 Millionen, die ich ausgegeben habe für Konsumausgaben, ne, ist natürlich die insgesamte Summe in Honten gegangen. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich wieder ein bisschen was reinhole. Ich habe auch neben den Auktionshausgeschichten ein bisschen mal geguckt, was ich so machen kann. Wenn man so ein bisschen mit dem Gold abrutscht, muss man ja schauen, was wieder so reinkommen kann. Ich habe ein bisschen Level Boost gemacht und muss sagen, das ist ganz okay, was an Gold rumkommt. Mit dem Guardian kann ich das ganz gut machen. Und ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausprobiert, hat leider die Tage nicht so viel Zeit, das mal aktiver zu machen. Ich habe zwei, drei Leute geboostet gehabt und habe da schon ein paar hunderttausend mit umgesetzt. Und eventuell werde ich jetzt das die nächste Zeit ein bisschen aktiver machen. Also wenn ihr einen Levelboost braucht, ich bin euer Mann. So kleine Eigenwerbung an der Stelle. Gut, damit sind wir tatsächlich zu Ende mit dem Goldtagebuch. Ja, also ich dachte mir schon, dass es so ausgeht, ne, wenn man natürlich so viel ausgibt. Und jetzt schauen wir mal, ob ich bis zum nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Gold einnehmen kann und dann, dass wir da wieder ein bisschen mehr ins Plus kommen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal an der Stelle für das Goldtagebuch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.